So Leute, heute sieht der Tisch ein bisschen anders aus, ein bisschen dreckiger. Normalerweise liegen hier ja ein ganzer Stapel Playmats. Heute nicht. Das liegt daran, dass ich neue Playmats bekommen habe. Und zwar von den lieben Leuten von Custom Playmat, die die Seite betreiben, Custom Playmat Shop. Und ja, die kamen super schnell an. Ich habe nicht damit gerechnet. Und wie immer bei diesem Review, ich habe die Matten gestellt bekommen. Ich werde mir die anschauen, werde ein bisschen damit rumspielen, werde ein bisschen testen. Mindestens mal eine Woche. Hier kann es sein, dass es sogar ein bisschen länger ist. Einfach nur, weil ich die Matten doch ganz gerne auch mal testen möchte. Ich möchte sie waschen. Gucken, wie das aussieht, weil normalerweise kann man Playmats waschen und alles. Und das wird auch empfohlen und dass man das machen kann. Deswegen ist das Review, wie sonst auch immer, in zwei Teile eingeteilt. Einmal das Auspacken und den ersten Eindruck. Und danach gehen wir wahrscheinlich so eine Woche später eben in die Review-Seite rein. Beziehungsweise dann halt in Vorher-Nachher-Gedöns. Gucken wir uns erstmal an. Das ist die Playmat, auf die ich am meisten gespannt bin, die aber auch gleichzeitig, glaube ich, die langweiligste ist von den ganzen Playmats. Hier haben wir nochmal stehen, hergestellt für Custom Playmat UG. Made in Germany, printed in Germany. Jawohl, die guten Leute sitzen in Deutschland. Dementsprechend nochmal ein Nummer besser. Und ja, gucken wir uns die Playmat mal an. Alter. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Also erstmal, die Playmat hat eine Gummierung drunter und eben einen bestickten Rand. In diesem Fall ist der bestickte Rand geprintet, wie man hier auch schön sieht. Die Farben sind kräftig. Die Farben sind richtig kräftig. Richtig schön. Richtig gut. Und was ich mir halt mal rausgesucht habe, einfach weil ich es gerne hätte, weil ich es sehen würde, ist hier oben so ein kleiner QR-Code, der auf meinen YouTube-Channel führt. Und hier unten dann eben die Schrift youtube.com/mtgblackset. Ja, das soll meine Turniermatte werden, mit der ich dann auf Turnieren ein bisschen fahre und ein bisschen auch Werbung für meinen Channel mache und alles. Und das sieht richtig gut aus. Es fühlt sich auch richtig gut an. Und ja, also wenn ihr mich auf Turnieren und so weiter trefft, werdet ihr damit jetzt ein bisschen mehr konfrontiert werden. Ich finde die Hammer. Ich finde die auch richtig gut. Also ich bin von der Druckqualität unendlich begeistert. Einfach begeistert. Auch hier an der Seite mit dem Mikrofon. Man sieht hier so ein Mikrofon so minimal noch mit drin. Echt schön. Es wird auch angegeben, so okay, die Ränder könnten ein bisschen angeprintet sein, was voll okay für mich ist. Deswegen habe ich es genau so hindesignt, wie es designt wurde. Hier oben kurz vor knapp. Hier an der Seite so ein bisschen drübergehend und hier unten eben komplett weiß drübergehend. Ja, stinknormale Playmat. Wie gesagt, Gummierung. Es ist dick genug, also ich kann das auch ein bisschen ziehen und die Gummierung wirkt auch sehr hochwertig und alles. Und ja, das ist die erste Playmat. Wie gesagt, die langweiligste meiner Meinung nach so ein bisschen. Auch wenn es für mich natürlich selber die geilste Matte ist. So, dann gucken wir uns mal die zweite Matte an. Auch das ist eine kleine Matte. Warum ich das sage, kommen wir gleich zu. Und die ist auch sehr dünn. Also im Vergleich, könnt ihr mal sehen, die ist sehr, sehr dünn und hat keinen bedruckten Rand, sondern einen gestickten Rand. Sieht man hier auch schön das Schwarz und hier das Schwarz. Sticht doch ganz gut raus im Vergleich. Und ja, die eine Seite, okay, auch mit demselben Logo und eben darauf ausgelegt, so ein bisschen für Openings und so weiter da zu sein. Hier könnt ihr jetzt mal den Unterschied sehen zwischen diesem schwarzen Rand, den ihr hier seht, und eben dem Rand, den ihr hier seht. Das ist schon ein krasser Unterschied und ich finde es persönlich ein bisschen schöner. Aber es gibt auch Gegenstimmen, die sagen, nein, 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 meine Matte möchte einen schwarzen Rand haben. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, immer einen bestickten Rand zu nehmen, weil es ist so viel stabiler. Und wenn ihr schon Geld in die Hand nehmt und eine Custom Playmat macht und euch euer eigenes Logo oder irgendwas Schönes draufdrucken möchtet, einfach nur, um es zu haben und damit was zu machen. Und dann gebt die paar Cent mehr mit aus für diesen bestickten Rand, damit ihr auch länger was von eurer Matte habt. Ich finde das so schade, dass es davon eben immer noch welche ohne bestickten Rand gibt. Finde ich nicht gut. Gehört sich nicht. Ja, und wir haben hier eine sehr dünne Matte. Hat man ja auch schon gesehen, dadurch, dass die Länge ist. Und zwar, weil ich eine doppelseitige Matte gemacht habe. Die andere Seite, oh. Ja, das Radio Ravnica-Logo, deutscher Magic the Gathering Podcast von Gamery und MTG Blackside. Das sieht richtig gut aus, hier auch mit den Farbverläufen. Ich weiß nicht, wie krass man das in der man sieht das richtig gut in der Kamera. Die Farbverläufe sind richtig gut. Auch der Druck, auch hier richtig schön klar und oh, das ist echt gut.
ist echt gut. Hat natürlich dementsprechend keine Gummierung auf der anderen Seite und rutscht dementsprechend ein bisschen. Ja? Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, da ich diese Matte wahrscheinlich mehr für Openings und Decktags und Radio Ravnica Aktionen beziehungsweise eben Aktionen auf meinem Channel machen werde, benutzen werde und dementsprechend die eh nicht so viel mit rumkommt. Deswegen ist das gar nicht mal so schlimm. Aber natürlich müsst ihr dran denken, wenn ihr sie viel mit rumtragt und wenn ihr gerne eine Gumminormierung hinten drauf hättet, auf so einer doppelseitigen ist kein Gummi auf der Rückseite. Wie denn auch? Das wäre eine Technologie, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Auch hier sehr stabil. Ich kann auch ein bisschen stretchen. Es ist nicht so das, man sieht es sogar hier so ein bisschen, ist nicht so das Problem. Und das werde ich auch noch ein paar Mal machen. Wie gesagt, eine Woche lang in den Kompletttest mit Vor- und Nachteilen. Und auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das hier, werde ich dann nochmal genauer beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da geht eben eine Stickung in die andere Stickung über. Gucken, ob ich das in die Kamera bekomme. Ich hoffe ja. Da ist es dann halt so, dass hier so eine kleine Wölbung entsteht. Das werde ich auch genauer beobachten, ein bisschen strapazieren, um zu gucken, ob das auch hält und was nicht alles. Bisher bin ich sehr begeistert. Also wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Oh mein Gott. Ja, dann kommt zu einer Matte. Die ist ein bisschen länger. Ich zoome mal kurz raus, dann seht ihr meinen dreckigen, überfüllten Schreibtisch. Aber die ist ein bisschen länger. So ungefähr das Doppelte. Was das wohl sein kann. Ja, zoome ich mir wieder ein bisschen rein. Und gucken wir uns mal diese Matte an, die ihr wahrscheinlich demnächst auch öfter sehen werdet. Also nachdem der aktuelle Batch an Gameplays durch ist. Weil das hier ist eine Gameplay-Matte. Und ja, wir haben hier oben an der Seite ein bisschen Zonen. Die sind ein bisschen sehr nah am Rand und zu klein für Magic-Karten. Die habe ich aber mitgeschickt. Custom Playmat bietet auch Zonen an für Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, alles Mögliche. Für die Zweier Playmat leider keine Magic-Ding. Dementsprechend ja, hat man hier jetzt so ein bisschen einen Platz, wo man sich hintun kann. Aber halt sehr nah am Rand, also wirklich nah am Rand. Dann müsste ich nochmal selber drüber designen und nochmal mir Überlegungen machen, ob ich das so möchte oder ob ich das nochmal anders machen will. Und dann haben wir hier in der Mitte, ich hab's auf dem Kopf. Auf der Mitte einmal das MTG Black Set mit dem Kanal-Logo. Oh, auch das richtig gut rübergebracht, weil das Kanal-Logo ist ja auch komplett Hand auf Papier gezeichnet und dann eingescannt und dementsprechend auch viel hier mit sehr feinen, sehr kleinen Linien. Und auch die sind sehr, sehr gut zu sehen. Das wollte ich hiermit halt sehen. Und eben das MTG Black Set hier oben drauf. Und hier oben auch wieder nochmal genau dasselbe, auch hier mit den Zonen. Wie gesagt, ein bisschen zu sehr am Rand. Da habe ich aber vom Design her ein bisschen verkackt. Weil ihr schickt denen eure Bilder. Und wenn ihr das mit euren Bildern schon nicht so dahin schickt, wie das sein sollte, dann können die auch nicht mehr viel machen. Und hier habe ich dann halt ein bisschen gefailt. Ist jetzt aber nicht so schlimm tatsächlich. Also ich finde es nicht weiter störend, also für mich nicht, weil für die Gameplays und so weiter ist es einfach eine sehr nette Sichtlinie, wo man die Sachen hinlegen kann. Das ist schon ganz cool und auch hier die Qualität richtig krass. Die Dicke der Matte, wenn ich weiß nicht, wie krass man das hier gerade reinzoomen kann. Es ist richtig dick, oh mein Gott. Also das ist eine sehr, sehr, sehr stabile Zweispielermatte und die ist halt... Die ist halt groß. Also sie ist schon nicht klein, wie ihr ja auch seht und merkt und was nicht alles. Dementsprechend bin ich da mal gespannt, was man damit machen kann. Ich will auf jeden Fall ein paar Gameplays mit aufnehmen. Wahrscheinlich werden da auch noch ein paar mehr Gameplays mit aufgenommen. Und das wird wahrscheinlich auch viel getestet. Wichtig für euch, ihr müsst euch hier auch überlegen, hierfür braucht ihr auf jeden Fall auch irgendwie ein Case, um das zu bewegen und sonst was, wenn ihr es so bewegt. Oder halt eine Aufbewahrung und sonst was. Und auch die findet ihr tatsächlich im Shop. Habe ich keine mitbestellt. Ich vergessen. Kommt bei der nächsten Bestellung. Genau wie vieles andere. Deswegen schaut bei den Leuten im Shop vorbei, wenn euch das jetzt schon mal gefallen hat. Wenn ihr sagt, ey, Custom Playmats wollte ich immer schon mal machen lassen und ich wollte ein bestimmtes Logo haben oder ich wollte mein eigenes Gesicht immer schon auf einer Playmat verewigt haben, dann guckt bei denen auf jeden Fall rein. Wenn ihr von der Qualität und alles genauere Sachen haben wollt und eben schauen wollt, wie das nach einer Woche aussieht oder wahrscheinlich ein bisschen länger als eine Woche und das Ganze dann auch so ein bisschen getestet wurde und im Alltag nochmal drüber gegangen wurde, ein paar Leuten gezeigt wurde, Meinungen eingeholt wurde, dann bleibt jetzt dran, denn jetzt machen wir mal eine Woche später. So Leute, eine Woche ist rum.
ein bisschen mehr als eine Woche. Ich gebe es zu, es tut mir leid. Und ihr werdet wahrscheinlich nochmal 4 Tage warten müssen, bis das Video online kommt. Ich bin aktuell durch die viele Hitze ein bisschen im Stress, ganz, ganz viel auf der Arbeit zu tun. Und deswegen kommt aktuell YouTube ein bisschen zu kurz. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Es tut mir leid. Trotzdem wollte ich euch dieses Review nicht vorenthalten. Also den zweiten Teil. Den ersten Teil habt ihr ja schon gesehen. Mein Fazit zu diesen Matten, großartig. Die Qualität ist der Wahnsinn. Ich habe hier die Matte tatsächlich mal gewaschen. Ich habe hier die Stelle zum Beispiel, wo diese Umrandung aufeinander trifft, habe ich ein bisschen genauer beobachtet. Da passiert nichts. Waschen, gar kein Problem. Meine persönliche Referenz kommt halt ein bisschen mit zu tragen. Das wisst ihr ja. Ich finde diese doppelseitige Matte von der Idee her cool. Und auf dieser Vorderseite und auf dieser Rückseite werde ich ganz viele Openings machen wahrscheinlich. Aber irgendwohin mitnehmen zum Spielen wahrscheinlich nicht. Dafür wird einfach die andere Seite, die halt unten liegt, viel zu schnell dreckig. Auch hier, das hat super gehalten. Das ist alles stabil. Es lässt sich alles immer noch ziehen. Es ist wunderschön. Ich habe auch schon ein paar Gameplays mit der anderen Matte gemacht. Ja, bei der anderen Matte, das ist ein bisschen persönliches Versagen, ist mir aufgefallen, einfach die verkehrte Matte angefragt. Ich hatte ein Bild für eine XXL Matte, also für eine 40x60 Matte hochgeladen und habe aber eine 40x40 angefragt. Warum? Keiner weiß es, Blacky ist doof. Diese Matte werde ich mir neu holen müssen mit 40x60, damit ich auch im Rand Platz habe, damit die auch besser bei mir auf den Tisch passt. Also messt euch das vorher aus, schaut wirklich nach. Mir ist dieser Fehler jetzt passiert. Ich habe diese Sachen aber zum Reviewen bekommen. Ihr hättet dafür Geld hingeblättert und das wäre echt ärgerlich. Deswegen schaut vorher nach. Aber auch hier, das ist kein Fehler von Custom Playmats, sondern es ist ein Fehler von mir. Und das rächt sich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so ein Wehmutstropfen, weil ansonsten finde ich die Matte ultra hübsch. Und ich bin auch schon überlegen, wie ich das jetzt irgendwie retten kann, damit ich diese Matte für meine Gameplays anständig benutzen kann, weil so kann ich sie leider nicht wirklich benutzen, was ich eigentlich vorhatte und auch versprochen hatte, dass ich das ein bisschen benutze. Und aber irgendwie, ja, ist das ärgerlich, dass ich hier so den Fail geliefert habe. Weil die Matte, auch hier die Matte, wunderschön. Ich habe darauf auch schon etlich viel gespielt. Ja, ich habe Paper Magic gespielt, es tut mir leid. Und wie gesagt, hier diese Matte, für Leute, die einfach nur ein Review haben wollen und einfach nur eine Matte haben wollen, für die Kamera oder ähnliches, die sich nie wirklich bewegt, die nie auf einem dreckigen Untergrund ist. Sehr, sehr schöne Matte. Und dann habt ihr hier eben zwei Motive, die sehr, 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 sehr cool sind und die ihr eben wechseln könnt, was sehr, sehr nice ist. Und auch diese Matte, diese Einzelmatte, habe ich ein, zwei mit im Laden gehabt, habe da auch ein bisschen mit rumgespielt und auch die ist einmal durch die Waschmaschine. Das spürt man und hört man noch so minimal in der Oberfläche so ein bisschen. Aber es ist nicht stumpf geworden oder so. Es ist nicht abgestumpft, es ist alles voll im Rahmen. Und auch hier, wie gesagt, keine großen Fehler, keine Probleme, nichts. Ich bin super krass begeistert von dieser Firma und kann euch diese Firma nur empfehlen, wenn ihr irgendein Artwork haben wollt, wenn ihr selber eine Matte haben wollt und ihr wisst, ihr habt das Bild, fragt die an, die auf denen ihrer Seite, das sind so viele Tipps, man kann vorher sich anschauen, wie die Matte nachher aussehen wird und so weiter und so fort. Es ist großartig, sie haben so viele Aktionen, immer mal wieder so 10% mal 20%. Letztes Jahr im Sommer oder im Valentinstag waren es 50% Rabatt, krass, manchmal haben sie auch keinen Rabatt. Deswegen schaut euch da mal auf der Seite um, guckt mal, ob ihr was findet, guckt, ob ihr euch eine Matte findet. Ihr habt jetzt meine 3 Einschätzungen bekommen. Diese Matte ist wirklich so die Basic-Matte, standardmäßig, Qualität ist super hochwertig, sie ist super stabil, super dick. Ich habe hier eben den Rand, um euch das einmal zu zeigen, einmal den schwarzen Rand. Ich empfehle euch auf jeden Fall einen bestickten Rand. Geizt nicht an diesen paar Euro und habt danach nur ein halbes Jahr Spaß an eurer Matte. Genau, hier der schwarze Rand, der halt eher so eine Linie ist, sieht man auch hier ganz schön. Der halt wirklich so ein schwarzer Abtrenn ist. Und auch die großen Matten. Da, wie gesagt, empfehle ich euch, messt vorher euren Tisch und messt vorher, was ihr für eine Matte haben wollt. Ich habe es leider vergeigt. Deswegen hoffe ich, dass ich das noch irgendwie retten kann und irgendwie anders benutzen kann, weil es wäre sonst so schade, weil die Matte ist so gut. Und deshalb nochmal danke an Custom Playmats fürs Bereitstellen. Und für alle anderen, guckt euch da mal um. Die sind super schnell, super, super günstig, meiner Meinung nach. Und schnell und kommen aus Deutschland. Das heißt, ihr zahlt auch nicht den immens krassen Versand von 15 Millionen Überseekosten, wenn ihr euch die aus Amerika bestellt. Und ja, dementsprechend hoffe ich, ich konnte euch hier einen guten Einblick geben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.